Ich möchte euch heute mal meine Methode vorstellen, wie ich meinen LG OLED-Fernseher kalibriert habe. Ich befasse mich mit Kalibrierung schon eigentlich ziemlich lange. Ich habe Beamer kalibriert, verschiedene Fernseher, Monitore, aber beim OLED-Fernseher sieht die Sache dann doch ganz anders aus. Man kann da nicht stumpf auf D65 gehen, weil sonst kommt ein Bild raus, was nicht natürliche Farben hat. Ja, was gibt es zu sagen zum Setup? Wir haben hier ein Spektrometer, das iPro 3, und dahinter habe ich das Kolorimeter iOne Display Pro Plus. Dann habe ich hier einen Laptop mit der Software Kalman. Man kann auch jede für eine manuelle Kalibrierung eine x-beliebige Software nehmen. Ich habe jetzt halt Kalman, weil hier den Vorteil, ich kann mich mit dem Fernseher auch verbinden und kann die Testbilder des Fernsehens aufrufen. Und ich kann später für den HDR-Modus, den wir heute nicht machen, auch noch die Luminanzen anpassen. Wir beziehen uns heute auf die SDR-Kalibrierung, auf BT709. Und ich wähle Gamma 2,4 oder BT1886. Die sind eigentlich beide gleich. Ja, und das Bild ist dann optimiert für einen dunklen Raum auf 100 Nits. Wenn die Lampen dann aus sind, ist das Bild bei 100 Nits hell genug und die Farben, die sind einfach genial. Man hat mit dieser Messmethode ein Bild, so wie man es vom Plasmafernseher gewohnt ist. Warme Farben, die wirklich ja, außen wie die Natur wirklich so rüberkommen. Der Fernseher ab Werk, muss ich zugeben, der ist schon gar nicht so schlecht eingestellt. Der ist nicht stumpf auf D65 eingestellt, aber auch nicht so, wie der jetzt gleich nach dem Kalibriervorgang ist. Ich habe es wirklich Wochen, Monate habe ich recherchiert, verschiedene Sachen ausprobiert. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen besseren Weg, aber für mich ist das jetzt der Weg, der jetzt ultimativ so das beste Bild hat und was man auch noch selbst hinkriegen kann. Ja, ich hoffe, ihr könnt daraus ein bisschen was rausziehen für euch. Zwischendurch kommen noch die ein oder anderen Tipps, zum Beispiel mit G-Sync, das Flickern oder der Nearshift Gamma Drift, wenn man G-Sync einschaltet. Dafür mache ich allerdings so extra Videos, das schneide ich nur hier so am Rande an. Ja, was mir noch so einfällt, erzähle ich während des Drehs. Also ich lasse den Desktop-Sharing mitlaufen und versuche die Kamera so zu justieren auf dem Fernseher, dass man sieht, was ich im Menü einstelle. Okay, dann fangen wir mal an und ich positioniere jetzt mal die Kamera um und dann geht's los. Okay, nochmal ein paar Infos vorab zu dem Setup. Wie ihr seht, habe ich hier den iPro 3. Ich kürze sie mal ab. iPro 3 und Display 3. Ich nenne jetzt mal Pro 3, Display 3, damit wir unterscheiden können. Beide habe ich auf dem Mittelpunkt des Fernsehens ausgerichtet, wobei der Pro 3 circa 10 cm entfernt ist. Warum? Der Display 3 hat ein größeres Field of View. Also der nimmt, wenn er so nah am Bildschirm dran ist, genauso viele Pixel auf wie der Pro 3, der 10 cm vom Bildschirm entfernt ist. So messen beide circa die gleiche Pixelanzahl. Wichtig dabei ist, dass der Display 3 den Bildschirm nicht berührt, weil der wird dann auch bei den Testbildern warm und die Wärme, die strahlt auf den Display 3 ab und dann hat man hinterher Messwerte, die schwanken. Wichtig ist auch, dass der Fernseher circa eine Stunde laufen sollte, bevor man mit der ganzen Geschichte anfängt, weil nach einer Stunde ist ja auch auf Betriebstemperatur und die Farben, die bleiben dann stabil. Okay, jetzt geht wieder zurück ins Stativ. So, das Handy ist auf dem Stativ. Angeschlossen habe ich einen PC. Und was wir noch brauchen, was ich vergessen hatte zu sagen, wir brauchen entweder eine Service-Fernbedienung für den LG-Fernseher oder man nimmt ein Android-Phone mit einem Infrarotsensor und dann kann man sich eine App drauf machen, ja, mit der man dann die Befehle hat. Wir brauchen den Befehl EZ Adjust, der einmal hier ist. Und man könnte noch den Befehl Instart gebrauchen, der hier unten sitzt.
Das braucht man eigentlich aber hauptsächlich nur fürs HDR-Bild. Und zwar kann man dann den AWL-Modus ausschalten, dass das Bild nicht automatisch dimmt, wenn eine große helle Fläche für eine längere Zeit auf dem Bildschirm ist. Aber da wir nur bis 100 Nits gehen, wird AWL gar nicht einsetzen, das brauchen wir nicht. Okay, so, wir müssen jetzt erstmal die Grundvoraussetzung schaffen. Und zwar gehen wir mal ins Menü des Fernsehens. Ein großes Bild. Dann kann ich direkt mal checken, ob der Zoom mitspielt. So. Ich wähle jetzt das Profil heller Raum, weil ich habe schon eine Vorkalibrierung gemacht. Spiel habe ich kalibriert und dunklen Raum habe ich kalibriert. Deshalb nehme ich jetzt den hellen Raum. Eine weitere Grundvoraussetzung, die erstmal da ist. Viele sagen, man soll den Energiesparmodus, den soll man definitiv ausschalten. Ich habe für mich erkannt, dass ich dadurch Vorteile habe. Und zwar kalibriere ich auf Minimum. Der Energiesparmodus macht Folgendes. Der reduziert das OLED-Licht. Den Wert, den ich hier eingestellt habe, die 36, wenn ich jetzt auf Minimum gehe, dann senkt er die 36 ab. Gehe ich auf Medium, geht er noch tiefer und so weiter. Ich habe jetzt Minimum gewählt. Warum? Weil, wenn ich jetzt mal zum Beispiel, wenn der Raum ein bisschen heller ist, wenn ein bisschen Restbeleuchtung an ist, dann schalte ich den Energiesparmodus aus und habe mehr Helligkeit. Wenn meine Augen mal ein bisschen gestresst sind und ich nur im Internet was lesen will, kann ich auf Mittel gehen, dann wird er noch dunkler. Oder teilweise auf Maximum, wenn man irgendwelche Internetseiten liest mit weißem Hintergrund. Das ist dann immer noch hell genug und schont definitiv den OLED-Fernseher. Also ich will Minimum, dann kann ich eine Stufe hoch, eine Stufe runter. Man kann auch auf Mittel gehen, dann kann man dunkel, Minimum und noch heller machen für Tageslicht. Das ist jedem selbst überlassen. Ich wähle jetzt in dem Fall Minimum. Eine weitere Voraussetzung, Seitenverhältnis, okay, sollte auf Original stehen, dass der PC wirklich pixelgenau an dem Fernsehen die Pixel auch wiedergibt und nichts overscannt wird. Wir gehen ins Bildprofil rein. 36 habe ich jetzt als Hintergrundlicht, das müssen wir gleich messen. Kontrast habe ich auf 85, Helligkeit ist so eine Sache. Also es gibt ein paar OLED-Modelle, da säuft bei 50 alles ab. Ich habe noch ein OLED 55 B8, da muss ich die Helligkeit auf 55 hochdrehen, damit ich was sehe. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Wir nehmen jetzt mal als Pattern Generator. Habe ich auf dem PC die Kalman-Software installiert und wir nehmen uns jetzt mal ein Testbild. Ja, die kann ich jetzt hier nicht aufrufen. Dann machen wir es anders. So, wir gehen hier mal raus. Nehme ich jetzt zum Beispiel von Disney die Geschichte, die ist ganz gut zum Testen. So, hier sollte man eigentlich den Stern plus 1% und plus 2% sehen. Die sehe ich jetzt nicht. Warum? Weil ich noch was falsch eingestellt habe. Ja, ganz genau. Ich muss einmal noch. Okay, wir gehen jetzt hier mal auch auf hoch. Der PC ist auf hoch, der Fernseher ist auf hoch für den Moment. So, und wir sehen, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, die 2 kann ich definitiv sehen, die 1. Mit ein bisschen guten Willen kann ich die sehen. Würde ich jetzt die Helligkeit hochschrauben, könnte ich die 2, wie man da oben sieht, ganz gut sehen und die 1 da unten auch. So, man sieht jetzt die 1 und die 2%. Das ist natürlich zu hell, dann hat man kein Schwarz mehr. Mein Modell ist bei 50, fährt das eigentlich ganz gut. Da kann ich die 1 noch so eben sehen.
Aber wenn ihr ein Modell habt, wo ihr noch nicht mal die 2 seht, dann solltet ihr, bevor ihr mit dem Kalibrieren anfangt, auf jeden Fall die Helligkeit hochziehen. Wie gesagt, auf meinem anderen LG-Fernseher muss ich auf 55 gehen, damit ich da was sehe. Sonst saufen die dunklen Inhalte ab und ihr habt in Filmen und Spielen in dunklen Bereichen seht ihr eigentlich nur schwarzen Adler auf schwarzem Hintergrund. Okay, wir gehen in die Experteneinstellung rein. Alles ausschalten, aus, aus. Den Farbumfang habe ich erstmal auf erweitert gestellt, weil das der erweiterte, der native Farbmodus des Panels ist. Das ändern wir gleich nach dem Einmessen. Gamma-Kurve habe ich erstmal auch auf 2,2 gelassen, weil das auch der native Wert des Panels ist. Das ändern wir später. Wir lassen das erstmal auf 2,2. Weißabgleich steht auf warm 2. Es gibt drei verschiedene Einstellungen: kühl, mittel und warm. Dazu erkläre ich gleich noch was im Service-Menü. Wir können hier einstellen, dass wir die Gains einstellen. Zum Beispiel können wir dann rot-grün oben im oberen Bereich anpassen. Die fassen wir nicht an, das machen wir im Service-Menü. Was wir hier anfassen, sind später die 22 Punkte Gamma Equalizer und können dann hier von 100 IRE bis auf 2,5 IRE runtergehen. Für jeden Wert kann man dann separat die Farbe Rot, Grün und Blau einstellen und die Leuchtdichte. Die nicht anfassen. Damit verstellt ihr die Balance zwischen weißen Pixel, roten, grün und blauen Pixel. Wenn das Bild irgendwo zu hell sein sollte, nur mit Rot, Grün oder Blau hier korrigieren. Den einfach weglassen. Okay, wir gehen jetzt nochmal in die Bildoption. Wir haben alles aus. Wir haben den HDMI-Modus auf PC eingestellt. Das Schwarz wird auf Hoch. Alle Automatiksachen sind deaktiviert. Wichtig ist, wenn ihr einen PC angeschlossen habt, bei den Einstellungen, der PC ist angeschlossen am HDMI 1. Wichtig ist, dass ihr hier das Symbol auf PC stellt. Hier. Sonst habt ihr kein 4444 Chroma Subsampling, sondern er rechnet sonst runter auf 422 und dann sind die Texte sind ausgefranst. Also das auf PC lassen. Okay. Gehen wir hier mal wieder raus. So, das Testbild, das kann auch erstmal weg. So, was machen wir zuerst? Als erstes starte ich jetzt mal den Desktop-Sharing. Okay, läuft. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Ich habe jetzt hier Kalman und habe den Workflow gestartet, Tools, Meta-Profiling. So, Profile Meters. Ich habe ja ein Spektrometer, ein Display Pro 3, das ist ein Kolorimeter. Und der wird jetzt von dem Spektrometer kalibriert, weil das Spektrometer, das gibt die Farben wesentlich präziser wieder als der Display 3. Und mit dem Pro 3 werde ich einmal einen Durchgang messen, dann messe ich mit dem Display 3 und dann wird die Toleranz berechnet und daraufhin ein Profil erstellt. So, dementsprechend muss ich jetzt einmal den Display 3 aus dem Bild nehmen. Okay, jetzt können wir mit dem Pro 3 messen. Und fangen die Sache mal an. So, eins habe ich noch vergessen. Jetzt geht es ja los. Wir gehen jetzt in den Nvidia-Treiber. Oh,
Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wir wählen im NVIDIA-Treiber voll aus, RGB voll. Wählen für die Messung jetzt erstmal nur 60 Hertz, weil das wird nicht direkt das Spieleprofil, das wird eigentlich ein Profil, um Filme zu gucken, Fotos zu gucken und so weiter. Und da reichen eigentlich 60 Hertz aus. Da muss ich nicht auf 100 Hertz kalibrieren, weil auch bei den verschiedenen Hertzzahlen gibt es Unterschiede bei den Messungen. Sind zwar marginal, aber was nicht sein muss, muss nicht sein. G-Sync schalte ich jetzt auch erstmal aus. Das lassen wir vor. Außen vor, dazu erkläre ich auch später noch was. So, wir haben jetzt den Fernseher eingestellt. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ich mache einmal das Bild groß. So, wir haben hier RGB voll, 60 Hertz. Und ich schalte gleich wieder zurück hier auf 4K. Was jetzt beim Messen wichtig ist, dass ihr vorerst im Fernseher, obwohl am PC auf RGB Full ist, schaltet ihr am Fernseher den Schwarzwert auf niedrig. Nicht voll, ihr lasst ihn auf niedrig. Warum, erkläre ich euch gleich. Okay, wir fangen jetzt erstmal an und stellen die Helligkeit des Bildschirms ein. Dafür messen wir weiß. Und kommen hier unten auf 102, 103 Nits schwankt. Weil ich das schon vorher alles ein bisschen eingestellt hatte, ist das schon voreingestellt. Man könnte jetzt noch einen Nit runtergehen, aber das wird gleich automatisch passieren, wenn wir grün und blau reduzieren. Okay, die Helligkeit ist in Ordnung. Wie wir jetzt schon sehen, haben wir zu viel grün. Helligkeit ist eingestellt. Dann gehen wir jetzt über und machen erstellen ein Profil. Jetzt kommt der Grund, warum ich den nativen erweiterten Farbraum gewählt habe und Gamma 2.2, weil dann das ganze Spektrum des Panels abgecheckt wird, die Primärfarben von dem Spektrometer, und dann auf das Display übertragen werden, auf den Display 3. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, wenn man vorher schon Gamma 2.4 macht und das und den Farbraum begrenzt. Ich mache so, wie es mir die Profis im Forum erklärt haben. Ergibt für mich auch so ein bisschen irgendwie einen Sinn. Jetzt kommt das Wichtige. Unser Referenzmeter ist das Pro 3. Unser Zielmeter ist das Display Retail. Ich habe schon hier ein paar Profile erstellt. Das lösche ich dann jetzt mal. Obwohl, das lasse ich mal. Wir erstellen jetzt ein neues Profil. Das nennen wir jetzt mal Profil vom, ja, zu langer Name. Wir nennen es jetzt mal Bodner 77109. Das ist mein Fernseher. Und Bodner, weil man hier die Bodner-Methode wählt oder Bodner. Und zwar wurde die speziell entwickelt für OLED-Fernseher. Wie gesagt, die haben einen weißen Pixel zu den Rot, Grün und Blauem. Und da kann man mit der normalen Profilierung, mit der 4-Color-Matrix, funktioniert das nicht. Wir wählen die Bodner-Methode. Den nennen wir mal neu, damit ich mein altes behalte. Dann habe ich mal direkt gleich Vergleichswerte und wählen dann Multipass. Stopp, eins habe ich noch vergessen. Wir müssen erstmal hier einmal eine Messung durchgehen. Wir messen jetzt mit dem Pro 3 einmal alle Farben durch. Wobei Gamma hier wahrscheinlich gar keine Rolle bei spielt.
Das sieht schon so gesehen erstmal jetzt nicht schlecht aus, aber das ist noch nicht lange alles, was ein Bild ausmacht, wenn diese Grundfarben jetzt in dem Bereich sind, wo sie hingehören. Okay, jetzt haben wir das Profil erstellt, Bodner 77C neu, nach der Bodner Methode, iPro 3 Referenzdisplay 3 Target und wählen dann Multipass. So, jetzt misst er nochmal mit dem Pro 3 alle Farben durch. Und möchte jetzt mit dem Display 3 durchmessen. Dann muss ich das einmal wieder ins Bild schieben. Und messen jetzt mit dem Display 3. So. Jetzt misst er die Farben nochmal mit dem Display 3, aber mit dem Profil. So, und diese Werte, die sollten jetzt eigentlich identisch sein mit dem Pro 3, weil es jetzt profiliert ist. Wir können uns mal den Vergleich ansehen. Wenn wir jetzt mal das Profil weglassen, und wählen einfach Row XYZ, so wäre das. iDisplay 3 Pro würde das out of the box messen und so profiliert. Da sieht man, dass die Farben eigentlich vom Fernseher viel besser sind, als das Display Pro 3 denken würde. Das Display Pro 3 denkt, es ist viel zu wenig Rot drin. Dementsprechend würde man da mehr Rot reinkalibrieren und das Bild würde zu rötlich werden. Was hierbei in dem Fall ja nicht ganz so krass der Fall ist. So, die Misten können wir wegnehmen. Dann gibt es noch die FSI-EDR von Lightspace. Und zwar hat man da eine EDR-Datei, die auch viele fürs Display 3 nehmen. Ich habe die jetzt in den Ordner von Karmann reinkopiert, die Originaldatei überschrieben, weil die Originaldatei bezieht sich auf RGB-Panels. Die FSI-EDR bezieht sich aber auf WRGB-Panels, die mit dem weißen Pixel, die habe ich hier hinterlegt. Und wir können jetzt mal aus Spaß damit auch eine Messung machen und sehen dann mal direkt die Differenz. Okay, wir haben hier FSI-EDR. Raw XY und hier haben wir das Profilierte. Und wenn wir uns die FSI-EDR angucken, kommt die schon besser dran als die Raw XYZ. Okay, diese können wir weglöschen. Haben jetzt hier die Ergebnisse von den Profilierten und jetzt können wir uns anschauen, wie die Differenz ist. Also hier unten ist das Display 3 profiliert, oben ist das Pro 3. Und hier sieht man jetzt, dass die Werte fast identisch sind. Also ein paar kleine Abweichungen sind noch da, aber hier ein Delta-Wert von 0,04, den sieht auch keine Fledermaus.
Wir können mal grün überprüfen. Da haben wir auch kaum Abweichungen. Die sind wirklich absolut minimal. Das heißt, das Profil ist eigentlich in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Okay. Der Fernseher ist gar nicht so schlecht eingestellt. Wir sind hier wirklich auf 0,3127. Der ist wirklich auf D65 eingestellt, der Fernseher. Aber bei einem WOLED-Fernseher, WRGB-Fernseher, leider ergibt das keine schöne Farbe. Ich war mit der Farbe nie zufrieden. So, die Profilierung ist erstellt. Okay, und wir starten eine neue Session. Eine manuelle Kalibrierung. Wir kalibrieren den SDR. Haben hier den Weißpunkt, den D65-Punkt, den wir aber nicht nehmen. Und zwar nehmen wir, hier haben wir die alternativen Weißpunkte. Wie wir bei Kalman sehen, haben wir 03127 und 0329, das ist D65, das wollen wir nicht. Wir benutzen iPro und können dann diese Werte hier nehmen. Das wäre die 7 quasi am Ende weg und die 0329 wird zu 03356. Jetzt haben wir den alternativen Weißpunkt. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen mal das Setup so ein bisschen durch. Noch hier zu was, wenn ihr ein Yeti-Spektro habt, dann hat D-Nice, auch einer ja, der bekanntesten Kalibrier-Gurus aus dem AVS-Forum, da müsst ihr diese Koordinaten hier benutzen. Habt ihr gar kein Spektrometer, dann nehmt ihr diese Koordinaten mit der EDR-Datei von, die hier oben benannt ist, mit der FSI-Datei wählt ihr diese Koordinaten. Dann kommt ihr eventuell an das gleiche Ergebnis, wie wir jetzt gleich kommen. Hundertprozentig wahrscheinlich nicht. So, warum nimmt man keinen D65-Punkt? Das Ganze nennt man OLED Metameric Failure. Ich habe versucht rauszubekommen, was Metameric heißt. Ich habe es nicht rausgefunden, was das bedeutet. Fehler ist klar ein Fehler, aber Metameric, keine Ahnung. Ich beschreibe es mal kurz, die Wellen von dem OLED-Fernseher, die Spektralwellen, die sind anders als ein LCD-Fernseher oder ein Plasma-Fernseher. Die Wellenform ist anders und ein Spektrometer oder ein Kolorimeter nimmt die Wellen anders auf und misst dadurch ganz andere Farbwerte. Im Prinzip ist ja so, wenn wir jetzt letztendlich mit diesen Koordinaten einarbeiten und uns auf die beziehen und den als Weißpunkt eben kalibrieren, haben wir hinterher wirklich ein richtiges D65. Aber nicht, wenn wir die D65-Werte nehmen. Wir gucken uns mal noch so ein paar Grundeinstellungen hier an von dem Programm. Okay, Speicherer. Wir haben jetzt hier den Display 3 mit dem Botner neu, was wir gerade gewählt haben. Was kann man hier noch so einstellen? Sync-Mode auf Auto lassen, Status-Lights, dann gehen die Lampen an dem Display pro seitlich an, die lasse ich aus, vielleicht reflektieren die sonst auf dem Bildschirm und erzeugen dann Fehlwerte. Eingestellt ist, dass der eine Sekunde misst, bis der das Bild dann, bis er die Werte übergibt. Man kann das auch kürzer machen, länger. Manche sagen, guter Wert ist 1,5 bis 2. Wir nehmen da mal heute als Beispiel ab. Wir sind heute mal ganz vorbildlich. 1,5. Hier haben wir den Lowlight-Händler. Was macht der? Wenn das Bild dunkler als ein Nit ist, also in den unteren Bereichen, dann misst ihr das Bild 4 Sekunden. Man kann jetzt hier auch einstellen, dass der das 5 Sekunden misst oder dass der 5 Mal misst
für 3 Sekunden und dann den Durchschnitt berechnet. Wir wählen jetzt 4 Sekunden, weil in den dunklen Bereichen misst das Gerät eh nicht präziser. Muss man schon was Teures haben. Ich glaube, das Klein oder sowas, das kommt auch in den dunklen Bereichen gut klar. Wir gehen mal weiter. Source. Hier haben wir die Pattern Generator. Ich habe 2 Stück eingebunden. Einmal auf dem PC habe ich den Kalman Client 3 installiert. Und ich habe den LG Pattern Generator, der im Fernsehen ist. Den brauchen wir leider auch einmal gleich, weil das Service-Menü einen Bug hat. Wir nehmen jetzt einmal den von Kalman. Wir haben eingestellt, dass die Fenstergröße 10% ist. Hier kann man auf Optimieren klicken, dann kommt er auf 0,25. Das heißt, wenn das Testbild eingesendet wird, wartet er noch eine halbe Sekunde, bis der misst, dass das Bild auch wirklich richtig da ist. Wenn er auf Optimize geht, kommt man auf 0,25 Sekunden. Können wir hier eigentlich auch machen. Das reicht. Pattern Size 25, 25, Pattern APL einschalten. Wir wollen jetzt ein RGB-Full-Signal auf dem Fernsehen mit RGB-Low schicken. Das hat einen Grund, da kommen wir gleich zu. Hier haben wir die Möglichkeit, direkt aus dem Fernseher aufs DDC-Menü zuzugreifen. Da verbinden wir uns heute wahrscheinlich aber nicht mit. Was können wir hier noch einstellen? Wir haben jetzt hier unseren alternativen Weißpunkt. Wir gehen auf Gamma BT18186. Hier lassen wir es auch wieder auf Video. Das hier unten einfach auch erstmal so ab Werk alles lassen, wie es ist. Den Black Level Target. Er fragt jetzt, soll er den gemessenen Schwarzwert nehmen oder soll ich eine Vorgabe geben? Meine Vorgabe ist 0. Ein OLED macht Schwarz bei 0 und dann kann er auch mit 0 rechnen. Selbst wenn jetzt mal Streulicht im Raum ist und Schwarz, der misst dann Schwarz nicht ganz als Schwarz, als 0, dann nimmt er trotzdem diese 0 hier. Der Rest kann unten auch so bleiben. So, hier haben wir den Pattern in Insertion. Und zwar, der OLED-Fernseher braucht ab und zu, wenn er die Testbilder schickt, eine Pause, damit sich das Panel wieder erholt und nicht automatisch dunkler schaltet. Ich habe da so eingestellt, alle 45 Sekunden kommt für 5 Sekunden ein graues Testbild mit 25% Luminanz. So, den Rest lassen wir ja auch. Okay. Wir machen jetzt eine Pre-Calibration, also wir messen erstmal den Ist-Wert des Fernsehers. Ja, das sieht realistischer aus. Ich habe nämlich gerade mein Profil gewählt gehabt, was schon kalibriert war. Deshalb war die Linie auch so perfekt. Und jetzt sieht es anders aus. Die Linie, die ist nicht mehr so gerade. Und wir sehen, dass die Farben teilweise auseinanderdriften. Aber wenn wir uns den Average durchgucken von der Grayscale Performance 2,3, kann man auch noch mitleben. Wir werden auch nur kleine Nuancen anpassen, was die Farben und Helligkeit betrifft. Die wichtigen Tricks, die kommen eigentlich noch im Nachhinein. So, was mich jetzt wundert, der eine rote schießt da oben ziemlich raus. Der auch. Ja, ist ja klar. Weil wir hier zu viel Rot auch in dem Bereich haben. Und wenn wir das Rot hier absenken, dann rutschen die automatisch auch in ihre Kästchen mehr rein. Ja, wir haben zu wenig Grün. Wenn wir Grün anheben, dann rutschen wir mit denen ein bisschen nach außen. Okay, wir prüfen nochmal alles. Passt. So, wir gehen jetzt weiter.
Und jetzt kommt's, warum der Fernseher auf RGB Low steht und der PC auf RGB High. Hätten wir den PC auch auf RGB Low, könnten wir maximal 100 IRE rausschicken. Wir schicken jetzt aber auch 109 IRE raus. Wir messen noch einmal die 100, kommen auf 101 Nits, perfekt. Und hier haben wir die 109, die messen wir auch einmal und kommen da auf 124 circa. Jetzt geht's los ans Eingemachte vom Fernseher. Als erstes gehen wir ins Service-Menü von dem Fernseher. Wählen EZ Adjust. Das Kennwort ist 0413 und gehen auf die White Balance. So, ich habe euch ja gezeigt, in den Profilen bei dem Fernseher gibt es dann die Einstellung kühl, warm und medium. Wir stellen jetzt warm ein. Warm bezieht sich auf warm 1, warm 2, warm 3 in den Bildprofilen. Aber im Service-Menü gibt es nur ein Warm. Ändern wir dieses Warm, bezieht sich das auf alle drei im Service-Menü. Warm 2 übernimmt aber genau diesen Wert, den wir hier eingeben. Und wir verstellen den Wert nur im Service-Menü, weil das dann nativ auf dem Panel ohne jegliche unnötige Elektronikumrechnung, Bildprofile modifiziert wird. Das Bild kommt dann wirklich pur nativ aus dem Panel. So, schauen wir nochmal, ob die Kamera hier passt. Passt. Okay, wir messen jetzt nicht die 100, wie die meisten messen, sondern wir messen die 109. Jetzt kommt das Problem bei der Bug mit dem Fernseher. Wenn ich jetzt das Bild schicke und sage dem Fernseher, er soll das externe Panel nehmen, fährt er automatisch die Helligkeit volle Pulle hoch. Ich kann die hier auch nicht verändern, die läuft auf volle Pulle. Problem beim Fernseher. Deshalb schalten wir das Pattern hier ein und wählen jetzt den internen Pattern Generator von LG. Wenn ihr noch ein B8-Modell habt, bei dem ihr keinen internen Pattern Generator habt, dann lasst die ganze Geschichte mit dem RGB Full am PC weg, schaltet beide auf Low und stellt den Weißpunkt mit 100 ein. So, ich nehme jetzt den Pattern Generator vom Fernseher und kann dann. Nun gehen wir mal auf 109. So, ihr seht, wenn ich von 109 runter switch auf 100, sieht man das auf der Kamera? Auf der Kamera sieht man das nicht so. Dann wird das Bild nochmal heller und dunkler. Sieht man an den Werten. Wir haben 127, wir haben 106. Okay, wir messen jetzt nochmal die 109 und gehen die durch. Wichtig ist, verändert nie rot. Rot muss auf 192 stehen bleiben, das ist der maximale Wert. Grün und Blau müssen nie höher gedreht werden als Rot, weil die sind einfach kräftiger. Blau ist für die Helligkeit da und Grün ist für, ja, wie soll man sagen, so hat auch ein bisschen was mit der Helligkeit zu tun, aber bildet die Farbbalance eigentlich zwischen Blau und Rot. Das heißt, wir fassen nur an Grün und Blau. Okay, hier können wir das schlecht messen. Wir gehen mal ein Feld weiter, zwei Felder weiter und sagen jetzt, wir möchten die Gray Balance messen mit 109, Peak White, weißer als weiß genannt. Okay, jetzt sollte er eigentlich messen. Macht er noch nicht jetzt. So, wie wir sehen, haben wir zu wenig Grün, zu viel Blau.
Dann heben wir mal das Grüne ein bisschen an. 1, 2, 3, 4. Blau senken wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, haben wir ihn schon perfekt eingerichtet. Das war es eigentlich im Service-Menü. Die Messung können wir jetzt beenden. Verlassen das Service-Menü wieder. Entweder halten wir auf der Fernbedienung Menü-Taste gedrückt oder drücken nochmal EZ Just Service Control. Wichtig ist, nichts anderes anfassen. Kein Reset anfassen. Nicht diese Werte anfassen, die sind für die unteren Farbwerte da. Wenn ihr die zu hoch dreht, habt ihr kein Schwarz mehr. Dreht ihr die zu tief, säuft alles Schwarze ab. Wir sind im Service-Menü jetzt fertig. Ja. Wenn man jetzt noch... Okay, das lasse ich erstmal eigentlich weg. Wir haben uns jetzt hier auf warm spezialisiert. Man könnte jetzt noch auch cool und medium einstellen. Das sind die Werte ab Werk. Man könnte jetzt so sagen, zum Beispiel cool benutze ich für HDR. Dann stelle ich meinen Wert hier für HDR ein. Muss dann natürlich in allen Bildprofilen, die in allen HDR-Bildprofilen auch cool als Farbtemperatur einstellen. Wir haben uns jetzt auf warm beschränkt und gehen jetzt hier raus. Das war's im Service-Menü. Jetzt gehen wir mal ein Feld weiter. Ab hier wird es interessant. Den Fernsehen-Bildgenerator vom Fernseher brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen jetzt wieder den von Kalman, weil dann bekomme ich das Bild direkt vom TV, vom PC, der das Bild ausgibt, falls der PC auch ein bisschen die Farben verfälscht oder über den HDMI-Eingang irgendwelche Signalprozesse verändern die Farben. Ich messe jetzt die Farben direkt, die vom PC kommen, und das ist eigentlich, ja, das Beste, was man so machen kann, um keine Farbverfälschung zu haben. So, hier messen wir jetzt nochmal alles durch, von schwarz bis 100% weiß, und sehen dann, wie sich die Helligkeit bemerkbar macht in den verschiedenen Stufen und die Farbbalance. Auf geht's. Fehler im System. Das mag ich nämlich an den LG Pattern Generator nicht. Der beendet sich nicht alleine. Den müssen wir einmal hier ausklicken. Eigentlich gut, dass die Fehler hier mit drin sind. Dann seht ihr die auch direkt und wisst, was zu tun ist und warum er sich teilweise so komisch verhält. So, jetzt geht's ab. So, wie ihr seht, sind die 100%. Dadurch, dass wir im Service-Menü haben, haben wir jetzt keinen Rotüberschuss mehr. Die passen. Bei 109 ist er natürlich perfekt. Wir haben jetzt aber hier einen Wert von 105 an Helligkeit. Im Prinzip zu hell. Wir müssten eigentlich auf 100 Nits kommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, auf 5 Nits mehr oder weniger kommt es nicht an. Ja, wir sehen schon, dass wir hier nicht so eine schöne lineare Kurve mehr haben. Wir sind zwar in den Bereichen hier unten auch überall unter Delta von 3. Man könnte jetzt auch sagen, hör mal, ich habe keinen Bock mehr zu machen, das reicht mir. Kann man machen. Aber man sieht, wenn wir jetzt ein schneeweißes Bild haben, ist die Farbe perfekt. Sehen wir jetzt dunkle Bereiche, zum Beispiel eine Wohnung, eine dunkel beleuchtete Wohnung oder ein dämmerndes Licht, sind die Farben auch super. Aber in dem Hauptbereich, wo sich Filme abspielen, Hautfarben, Himmel, Wasser und alles mögliche, Natur, das ist hier. Und da haben wir zu viel Rot und zu wenig Blau. Das ganze Bild hat einen Rotstich. Warum? Weil der Fernseher auf D65 kalibriert ist ab Werk. Und wir wollen ja unseren eigenen Weißpunkt haben, um dann wirklich einen D65 zu haben. So, was müssen wir machen? Wir haben jetzt hier
Wir messen diese Kurve, das ist die Helligkeit, die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Kann man gleich noch ein paar Feineinstellungen machen. Müssen aber von 0, gar kein Licht, bis 100% Licht, Rot, Grün und Blau auf eine Balance bringen. Hier sind wir bei dem Weiß, das haben wir im Service-Menü gemacht, das ist schon ganz gut. Gehen wir jetzt auf 95, sehen wir, das ist eigentlich schon zu dunkel. Und es wird jetzt immer mehr blau, je weiter wir in die Mitte reinkommen. Wir nehmen jetzt mal hier die 60, die ist ja ganz krass. Da haben wir dann extrem Blauüberschuss, Blauunterschuss eher gesagt. Zu wenig Grün, zu wenig Blau, das Bild ist in der Mitte zu rötlich. Hautfarben wirken dadurch zu rötlich. Ja, auch rote Farben, zum Beispiel ein Papagei, der rot ist, der sieht dann knallrot aus oder so. Das ist ein zu krasses Rot. Und das können wir jetzt hier mit Feineinstellungen alles beheben. So, wir fangen jetzt mal an mit den 100. Die können wir lassen, wie sie sind. Wir gehen auf 95. Und jetzt geht's los. Wir gehen in unser Bildprofil. Heller Raum habe ich gewählt. Experteneinstellungen, Weißabgleich, wählen jetzt die 22 Punkte aus und gehen hier auf 95 IRE, die wir jetzt hier messen wollen. Eigentlich heißt das nicht mehr IRE in der digitalen Welt, aber die haben es so belassen. Hier startet man eine Dauermessung. Alles gut sehen, das sieht noch gut aus. Ich gehe auf Weiter. Leuchtdichte, die nicht anfassen. Dadurch bringt ihr die ganze RGB-Balance zwischen Weiß, Rot, Grün und Blau durcheinander. Wenn wir das jetzt anpassen wollen, machen wir das nur über Rot, Grün und Blau. Das Beste ist immer mit Blau anzufangen, weil wenn man Blau verändert, verändern sich krass auch alle anderen, weil Blau die stärkste Leuchtkraft beim OLED-Fernseher hat. So, wenn ich jetzt Blau hier anhebe, sehen wir, wir kommen schon hier hoch. So, dann heben wir den Grün an. Und den Roten würde ich eigentlich immer zuletzt einstellen, weil der abhängig ist ein bisschen von den anderen. Ob es eine Rolle spielt, kann ich nicht hundertprozentig sagen. So, die sehen schon gut aus. Jetzt gehen wir runter zu der 90. Wir können es immer aus Spaß andersrum machen. Ich setze jetzt mal den roten 3 hoch. So, ihr seht dann aber, wenn ich jetzt den grünen verändere und den blauen verändere. Oh, geht eigentlich noch. Blau nehmen wir wieder einen runter. Den Grün nehmen wir auch noch einen runter. Ja, geht auch. Ich habe mich auf Blau eingestellt. Blau sein ist immer gut. So, das ist jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit hier. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ich würde euch jetzt auch einen guten Witz erzählen, aber ich muss mich hier bei leider immer konzentrieren. Aber ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr so für Fragen in den Kommentaren stellen könnt oder welche Verbesserungsvorschläge ihr habt. Klar, ist gut, meine ganze Videoaufnahmetechnik und mein Reden und ist alles verbesserungswürdig. Da bin ich auch noch ein ziemlicher Anfänger. Aber mir geht es darum, ich habe gesehen, dass so viele Fragen zur Kalibrierung haben. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen dazu. Und ja, mit meiner bisherigen Erfahrung über Beamer, gemischt mit dem neuen Wissen von OLED-Fernsehern, denke ich mal, ist das schon eine ganz fundierte Sache, die ich hier auf die Beine stelle. An der Stelle möchte ich auch nochmal Ted und D-Nice aus dem AVS-Forum denken und den Duncan und dem Leon. Das sind absolute Profis und die geben mir kostenlos Tipps und die sind auch nie genervt, egal wie oft man die löchert, wenn die Fragen nicht zu blöd sind.
Weil immer bei null bei Anfängerfragen wollen die natürlich auch nicht anfangen. So. Nochmal ein bisschen Grün rein. Ja, gibt viele Videos, die auch gegen LG-Fernseher sprechen. Auch Quantum TV, den habe ich auch auf dem Schirm. Hat anfangs ein paar ganz gute Videos gehabt. Aber mittlerweile denke ich, nachdem ich mich jetzt so selbst weiterentwickelt habe hier in der Technik, hatte wirklich vom Kalibrieren und vom Bildeinstellung nicht zu viel Ahnung. Der macht Sachen schlecht, die er von Grunde auf aus falsch eingestellt hat. Ob er das extra macht, ich weiß es nicht. Meiner Meinung nach gibt es zu der LG keine Konkurrenz. Ich habe jetzt hier einen 77 Zoller, ist eigentlich klein im Vergleich zu dem Beamer, den ich vorher hatte. Aber die Funktion, die man hat, das G-Sync, auch wenn das mit ein bisschen Flackern behaftet ist oder mit dem Race Gamma Shift, den wir auch noch wegkalibrieren können übrigens, ist das eigentlich nicht zu toppen und ich möchte so ein Bild nicht mehr messen. Beim Beamer musste ich den Raum immer dunkel machen. Man musste alle 200-300 Stunden die Birne nachkalibrieren, weil sich die Farbe verändert. Der musste immer genau ausgerichtet werden. Das war echt alles nervig. Gut, war ein geiles Erlebnis, so eine große Leinwand zu haben, gibt echt ein anderes Feeling, als auf dem Fernsehen zu gucken. Aber die anderen Vorteile, die man noch bei so einem OLED hat, das hatte er. Das geile Schwarz, das messerscharfe Bild in 4K, pixelgenaue Ansteuerung, das ist schon echter Hammer. Ja, ich hatte erst den B8 und kurz darauf habe ich dann gehört, dass die G-Sync rausbringen. Dann hat den B8 meine Freundin bekommen, die sich übrigens beschwert hat dafür, dass sie den für ein Trinkgeld bekommen hat. Naja, so sind Frauen, die können Technik einfach nicht schätzen. Die wissen gar nicht, was man damit alles machen kann. Aber immer macht sie jetzt ihre Yoga-Übungen davor. Ne, Maike, wenn du das Video sehen solltest, kannst mal hier in dem Video sehen, was das für eine Arbeit ist, überhaupt so ein Bild hinzukriegen, wie du es hast. Jetzt weiß ich zu schätzen. So, wir sind da schon gleich bei der Hälfte durch. Wobei es am Ende im dunklen Bereich leider länger dauert. Weil jeder einzelne Messvorgang dauert länger. Ich mache es jetzt nur ein bisschen grob. Ich will jetzt hier nicht übertreiben. Wir gehen mal jetzt einfach schnell durch. So, 3 grün. 10 blau oder 9 und noch mehr. Wie ihr seht, fehlt da ganz schön viel Blau dem Fernseher. Meistens, wenn man die ganzen Einstellungen, die Treppe hier durchgegangen ist, muss man nochmal wieder einen Gesamtcheck machen und nochmal durchmessen. Man kann auch mal von unten nach oben gehen, von oben nach unten. Je öfter man die Linie durchgeht, desto mehr, wie soll ich sagen, balanciert sich der Equalizer aus. Dann sind die Abstufungen nicht ganz so hart. Wenn man die Parameter hin und her hoch und runter geht, dann wird die Welle immer flacher von den internen Parametern. Wo bin ich denn jetzt hier? 50, wir sind schon mal 45. So, Leuchtdichte nicht anfassen, hatte ich ja schon gesagt. Grün 3. Blau, weiß nicht, wo weit war nicht. Da ist immer, wenn man dabei quatscht. Kann man mal schon mit leben. Grün hatten wir dann. Also jetzt viel hier. Wahrscheinlich, wenn wir die ganze Latte hier nochmal durchmessen, sieht es gleich wieder anders aus. So, gehen wir mal auf 40. Fangen wir mal mit Blau an. Aber jetzt kommen wir auch in den Bereich, wo die Farben sich schon wieder ein bisschen annähern. Wir müssen jetzt schon nicht mehr ganz so krass drehen. So, Rot nochmal 3. Lassen wir.
So, was mir aufgefallen ist bei dem Fernseher, das habe ich noch nie ganz verstanden. Das kommt jetzt gleich, hoffe ich. Auf 10. Ah, jetzt ist 10 schon zu viel. Noch ein runter. Noch ein. Hopp, hopp. Ja, das graue Bild ist immer das, was ich gesagt habe. Alle 45 Sekunden kommt das graue Bild, dass das Panel die ganzen Pixel sich einmal wieder so ein bisschen erholen, neutralisiert werden, sag ich mal, und dass das ABL nicht greift, dass der Bildschirm automatisch abdunkelt. Man könnte das im Service-Menü das ABL noch ganz ausschalten, finde ich für 100 Nits, aber nicht wichtig. So, hier sehen wir nämlich die Sache. Bei 30 hat der Fernseher einen kompletten Ausreißer. Da ist dann auch komischerweise Rot zu niedrig. Wenn wir jetzt auf 25 gehen, na, komm schon. 25, hopp, hopp. Der will hier nicht weg. Ah, falsche Taste gedrückt. Ist auch schwer hier im Dunkeln. Na, komischerweise, ne, jetzt sind alle. Das war dann beim letzten Mal. Da wird die wohl im Vorfeld anders was gehabt haben. Okay, drehen wir mal. Rot 4 hoch, Grün 4 hoch, Blau 6. Mal einfach Pi nach Daumen. Sieht das schon gut aus. Ja, mit der Zeit kriegt man ein Händchen, dann kann man schon anhand der Balkenlänge sehen, wie viele Klicks man machen muss. Ich bin aber auch froh, dass ich mit dem Kalibrieren durch bin. Ich habe wirklich mit dem Fernseher mehr Zeit mit dem Kalibrieren verbracht, als das Bild zu genießen. Also ihr könnt echt froh sein, dass ihr euch eine Menge Arbeit spart. Monatelange Einlesen in Foren. Ich meine, Hintergrundwissen ist nie verkehrt, damit man wirklich auch weiß, was man macht. Und wenn es mal komische Auffälligkeiten gibt, dass man weiß, woher die kommen können. Aber ihr habt ihr echt schon mal einen guten Leitfaden, um ja, einen Einstieg zu finden, sag ich mal. So. Wie sieht's aus hier? Jetzt merkt ihr schon, die Messungen dauern immer länger. Der rutscht jetzt langsam auf die dunklen Bereiche zu und je dunkler das Bild, desto ungenauer misst der Sensor und deshalb lässt er sich beim Messen mehr Zeit. So, den roten, den können wir auch nochmal 2 geben. Seht ihr, jetzt kommt nämlich die Sache, ich mache einen roten rein und der grüne schießt dann auch raus. So lassen wir die jetzt mal, das sieht gut aus. Ist ja nur für ein YouTube-Video. 15. Ja, irgendwie fühlt man sich aber auch beim Kalibrieren so ein bisschen wie Batman. Immer so schön in der dunklen Höhle. Eine richtig schöne Kellerbräune bekommt man dann. Wobei ich gar nicht im Keller bin. Aber ich sehe mittlerweile nach den letzten Wochen so aus. Naja, jetzt kommt ja eh der Winter. So, dann gehen wir mal auf 10 IRE. Haben da immer noch ein bisschen zu wenig Rot. Ja, was ist jetzt passiert? Wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal eine ganze Messung durchgehen. Dann wird ja alles nochmal wieder so ein bisschen wieder anpassen. Und man kann nochmal durchgehen von oben nach unten, was dann allerdings schneller geht, weil man wirklich nur ganz geringe Anpassungen braucht. Ja, komm, dann machen wir den mal jetzt hier noch einen weg. So, und jetzt kommen wir runter von 10 auf 0. Jetzt machen wir hier mal einen Stopp. Der Fernseher hat die Möglichkeit, ab dem B, ab der 9er Serie. Ich mache mal die Fenster weg, sonst kann man das hier nicht sehen. So, die Taskleiste blenden wir auch mal aus. Okay, bei den 7,5 IRE zu messen, 5,
Da war bei dem 8er Modell, bei dem B8 C8 Schluss. Jetzt kommen wir auch auf 2,5. Das ist genial. Dann kann man nämlich die dunklen Bildbereiche, die schnell absaufen, auch nochmal anpassen. Wäre natürlich geiler, wenn er noch auf bis 1,5 runtergehen könnte, aber so genau messen die Kolorimeter eh nicht. Gut, aber wer ein Kleiner hat, wird sich natürlich darüber freuen. So, damit wir jetzt 7,5 messen können, müssen wir da unten die Skala mal ein bisschen anpassen. Dazu sagen wir nicht, wir haben 21 Punkte, sondern 256. Das dauert es ein bisschen. So, jetzt haben wir hier natürlich viel mehr Messpunkte. Wir brauchen aber nicht alle durchgehen. Wir wählen jetzt uns die 7,5. Wir haben jetzt nur 7,3 oder 7,8. Ich nehme jetzt die 7,3. So, und die messen wir mal. Wie sieht es denn da aus? Gar nicht so schlimm. Wir geben mal dem roten 2. In den unteren Bereichen muss man schon ein bisschen mehr Gas geben. Da wirken sich die Farben nicht mehr so krass aus. So, da sehen wir schon gut aus hier. Wir können noch einen kriegen. Wir müssen jetzt bedenken, wir senden jetzt ein 7,3 IRE-Bild aus und stellen den Parameter am Fernseher für 7,5 ein. Das heißt, wenn wir jetzt hier zu hoch gehen, dann müsste. Ah, komm, den lassen wir jetzt mal so. Wenn man jetzt zum Beispiel den 7,8er misst, den wir jetzt auch damit beeinflusst haben, der müsste jetzt wahrscheinlich gut sein. Ja, gut, ich lasse die jetzt mal so. Das soll jetzt erstmal hierfür reichen. Komm, dann gehen wir noch dem beiden jeweils ein. Messen jetzt die 5. Heben Rot mal 2 an. Grün ein. Blau ein. Sieht gut aus. Jetzt gehen wir mal auf 2,5. Wählen dann die 2,3. So, wie sieht es aus? Da misst er eigentlich schon gar nicht mehr viel. Da könnte man jetzt dann die Messsonde noch umstellen, dass der 5 Messungen oder 4 Messungen macht und den Durchschnitt errechnet. Aber da unten in dem Bereich, wenn die Farben da nicht so ganz passen, fällt das auch kaum auf. Wobei, wenn ich jetzt hier an den Parametern drehe, sehe ich sogar, wie sich noch auf dem Fernsehen das Bild erhält. Auf der Kamera leider nicht zu erkennen. So, ich hebe die jetzt auch noch mal ein bisschen an. Dann haben wir nämlich den Vorteil, wenn wir die 2,5 anheben, dass uns die dunklen Bildteile, wo immer alle sagen, das wäre der Black Crush und sowas, der wird damit weitestgehend eliminiert. Wir heben jetzt wirklich die untersten IRE-Bilder so ein bisschen an, dass sich Schatten besser von schwarzen Hintergrund absetzen. Okay, wir sind jetzt einmal durch. Gehen jetzt wieder zurück auf unsere 21 Stufen und machen noch einmal einen Check. Okay. Lassen wir einmal durch. So, wir sehen, der ist jetzt noch nicht perfekt. Wie ich schon sagte, man muss da zwei, dreimal durchgehen,
Der ist jetzt hier in dem Bereich, haben wir noch eine Beule. Gucken wir uns aber hier die Delta-Werte an. Oh doch, hier ist er ziemlich hoch. Hier hat er einen Delta. Ach nee, Quatsch. Hier unten 0,5. Also wir sind überall im Delta-Bereich von unter 1. Man kann jetzt hier noch Einstellung vornehmen. Würde ich persönlich auch machen. Fürs Video soll es jetzt aber erstmal genug sein. So, jetzt gehen wir mal einen weiter. Und schauen uns jetzt mal den Color Space an, der sich jetzt... Wir wählen dazu aber nicht nur die Grundfarben, sondern wir sagen, wir möchten in 25% Schritten messen und sehen dann mal die Linearität. Also irgendwas stimmt hier nicht, wie ich schon sehe. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was da sein kann. Rot ist jetzt definitiv zu hoch. Gucken, ob wir den Fehler finden. Der Fernseher hat noch einen weiteren Bug. Und zwar, wenn man das Bild zurücksetzt. Wenn man jetzt sagen würde, den Weißabgleich zurücksetzen, dann setzt er den automatisch auf breit. Ich vermute, der sitzt jetzt auch auf breit. So, der ist jetzt nämlich auf breit und wenn wir jetzt auf automatisch gehen, geht er auch wieder rein. Seht ihr auch direkt live den Bug vom Fernseher? Natürlich hat sich jetzt dadurch unsere ganze RGB-Balance, die wir gerade eingestellt haben, die passt jetzt auch nicht mehr hundertprozentig. Wenn ich jetzt hier nochmal durchmessen würde, dann würden wir wahrscheinlich zu wenig Rot haben. Ich lasse das jetzt so fürs Video. Eigentlich kommt jetzt auch nicht so was Dolles hier mal raus. Ist jetzt natürlich blöd mit dem Vorführeffekt hier gerade, aber dann seht ihr direkt den Bug. So, und jetzt sind die auch viel besser in den Bereichen drin. Ja, man muss den Farbraum einmal hin und her schalten, auf breit, dann wieder auf Automatik und dann ist er wieder richtig. So, und das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Die sind wirklich bis jetzt alle in den Vierecken drin. Das heißt, man hat einen linearen Anstieg der Farben, außer Blau. Blau ist ja so ein bisschen anders. Da ist immer die 50%, die ist ein bisschen zu hell. Aber das ist jetzt auch nur hier auf den Messwerten. Wenn man mal jetzt hier guckt, wir sind jetzt hier im Bereich, im Delta immer noch unter 3. Alles okay. Man kann jetzt natürlich noch rumschrauben und noch ein bisschen was machen, nochmal die RGB-Balance hoch und runter gehen. Den noch niedriger kriegen, würde ich persönlich jetzt auch machen. Habe ich auch gemacht mit meinen Profilen. Aber für hier sollte es jetzt erstmal reichen. So, noch ein paar Worte zu dem... zu der Einstellung, Experteneinstellung, Farbverwaltungssystem. Hier kann man jetzt speziell die Punkte Rot, Grün, Blau und die Sekundärfarben Cyan, Magenta und Gelb einstellen, sodass man hier diese Koordinaten dieser Punkte verschiebt, dass man die noch besser hinbekommt auf der Linie. Allerdings muss man das dann wieder kontrollieren, wenn man das gemacht hat, ob die Graubalance stimmt. Und man muss dann wieder reingehen und kontrollieren, nachdem man die Graubalance korrigiert hat, die wieder anzupassen. Das kann man machen, aber da kommt meistens Käse raus. Also mein Tipp, Finger weg vom Color Management System. Da kommt meist am Ende, sieht das bei den Messwerten super aus, aber das Bild auf dem Bildschirm, man hat Color Bending, also Farbverläufe sind nicht mehr glatt. Man hat auf einmal irgendwie einen rosa
Bildstich irgendwie kommt rein, so ein Magenta-Bildstich. Mein Tipp, Finger weg. Ja. Und das Autokal von Karlmann, die Autokalibrierung, die greift in allen ein. Also die arbeitet mit den 22 Stufen. Ja, eigentlich arbeitet die intern mit, noch sogar mit mehr Stufen. Aber da kommen Ergebnisse raus, die ich teilweise, die sind mir zu willkürlich. Wenn ich dreimal messen habe, dreimal ein unterschiedliches Ergebnis, dann kann da was nicht stimmen. Und der Nachteil ist, in dem Bildmodus ist dann alles gesperrt. Man kann nichts mehr korrigieren. Man kann nicht mehr rot, grün, blau anpassen. Einmal autokalibriert ist das Profil also gefreezed. Wenn es klappt, hat man das beste Ergebnis, was es gibt. Also wenn man mit einer 1D-LUT arbeitet, was wir jetzt eigentlich hier machen, die Graukalibrierung, und dann noch einer 3D-LUT, wo man mit Tausenden von Farben misst, kann ein geiles Ergebnis rauskommen, aber ich möchte ja selbst wissen, was wirklich für Prozesse vorgehen bei dem Bild und nicht auf gut Glück mich auf dem Autokal auf einen Knopf drücken verlassen und hoffen, da ist alles gut so. So, wir messen jetzt noch einmal hier so ein paar Farben durch. Interessant sind immer diese Farben hier in dem Bereich, das sind Hautfarben. Die werden jetzt alle nicht perfekt sein, weil wir jetzt, wie gesagt, den Farbraum falsch eingestellt hatten. Die Gamma-Kurve haben wir jetzt nicht hundertprozentig gerade gezogen, aber ach, jetzt misst ihr auch noch einmal die Gamma-Kurve durch. Die sehen wir dann auch noch mal da oben. Wobei die Linie, die sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Jetzt gehen wir einmal die Farben durch. Alles ein Ticken zu hell im mittleren Bereich, aber wie gesagt, das ist, wenn wir die jetzt alle sogar korrigieren würden, das würde man mit dem bloßen Auge am Fernseher nicht mehr. Vielleicht im direkten Vergleich, wenn man Bilder switcht. So, der rote, der sieht doch jetzt schon mal nicht schlecht aus. Der sitzt auch perfekt. Okay, da driften wir so ein bisschen zu sehr ins Rote, aber sind noch voll im grünen Bereich. Wir haben im schlimmsten Fall maximal Error vom 2,9. Der bezieht sich wahrscheinlich sogar auf Schwarz. Und im Durchschnitt sind wir bei 1,4 und bei der Grayscale sind wir im Durchschnitt von 0,5. Das ist eigentlich schon gut. Nicht perfekt, aber gut. Und jetzt können wir uns mal den Vergleich anschauen, wie der Fernseher vorher war, wie wir die Farbausreißer hatten. Man muss fairerweise sagen, wir haben jetzt aber auch einen anderen Weißpunkt gewählt, als der Fernseher ab Werk hat. Hätten wir uns jetzt auf Original D65 eingestellt, wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Wir können ja mal aus Spaß D65 nehmen. Wie der Fernseher ab Werk bei D65. So, da seht ihr, der liegt viel besser bei D65. Das ist eigentlich okay. Und wir sehen, wenn wir nach D65 kalibrieren würden, würden wir viel zu viel Grün rausnehmen. Und dadurch wird das ganze Bild dann blau-rötlich und bekommt so einen Pink-Touch. Also alles sieht so digital, kühl, steril aus. Und dadurch, dass wir Grün reingeben, bekommen die ganzen drei Farben eine viel bessere Mischung, eine viel bessere Balance und haben dann die natürlichen Farben. So, wir wählen uns nochmal den Custom 1. Wir ziehen jetzt das Grün, lassen das drin. Gedankenfehler. Ja, hiernach ist jetzt, hat eigentlich ab Werk, haben die zu wenig Grün drin. So, jetzt habe ich mich gerade hier verstrickt.
So, ich kann euch jetzt auf der Kamera schlecht ein Vor- und Nachbeispiel zeigen, weil ich schon die ganzen anderen Bildprofile belegt habe. Da habe ich schon eine Kalibrierung gemacht. Also wenn ich jetzt die Profile wechsle, würde man gar nicht so viel sehen. Man, nee, kann man nicht mehr hinbekommen. Ihr könnt euch ja beim Profil speichern, auf einem anderen Profil, und dann guckt ihr euch hinter den Unterschied an und ihr werdet begeistert sein. Wenn ihr euch Tageslichtszenen anguckt, Naturdokus, da sieht wirklich Sonne aus wie Sonne. Man spürt richtig so ein warmes Leuchten der Sonne und nicht so ein kühles, digitales, steriles Bild. Okay, so, mal einen Schluck trinken. Und jetzt, dazu mache ich aber ein separates Video, möchten wir zu dem Near Black Gamma Shift kommen. Und zwar, wenn man G-Sync einstellt. Das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Wir messen jetzt, machen es mal jetzt ein bisschen einfach. Messen die Graustufen und dazu wählen wir dann nur. Wir wählen jetzt, messen nur 5, 10 und 15 IRE. So, wir gucken. Den lassen wir so. Der 10er passt. Der 5er passt auch. 10 passt. 15 ist ein Ticken zu hoch, aber minimal. Und jetzt kommt das mit dem G-Sync Near Gamma Drift. Near Black Gamma Drift oder Shift. So, haben wir den hier. Jetzt schalte ich mal nämlich G-Sync ein. So, hierbei müsst ihr jetzt aufpassen, wenn G-Sync eingestellt ist, wählt der Fernseher automatisch das Profil, was zuletzt auf G-Sync eingestellt ist. Okay, ist in meinem Fall jetzt auch heller Raum. Normalerweise würde er jetzt bei mir auf Spiel springen. Wenn ich den auf Spiel lasse, dann bleibt er auch auf Spiel. Und schalte ich G-Sync aus, würde er wieder heller Raum wählen. Wir lassen jetzt mal den hellen Raum. Wir haben ja das hier kalibriert, dieses Bild gerade. Und schalten jetzt mal G-Sync ein. So, und jetzt messen wir nochmal die 15. Und da seht ihr, wie die Helligkeit hochgeht. Wir messen die 10. Auch da geht die Helligkeit hoch. Die 5, die ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Schießt auch noch hoch. So, das ist das, wenn die Leute sagen, wenn die Spiele zocken, haben dunkle Bereiche, mit G-Sync ist auf einmal alles so hell, der ganze Kontrast ist weg. Ja, weil die unteren Bildbereiche erhellt werden. Gucken. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen was gebracht, auch wenn es jetzt hier kein Bilderbuch-Ergebnis wurde, weil wir dann doch ein bisschen das Problem mit dem Farbraum-Bug hatten. Aber ansonsten solltet ihr wissen, woraus ankommt beim Kalibrieren, wobei jetzt eine Sache noch zu sagen wäre, wenn wir jetzt natürlich mit dem Kalibrieren fertig sind, können wir jetzt den Fernseher auch auf begrenzt schalten, weil der Fernseher ist schon auf Low. Jetzt gibt es immer die Debatte, ja, RGB Full ist besser als begrenzt. Also mir haben die Profis aus dem Forum erzählt, der Fernseher ist ein Consumer-Produkt für Videos. Intern, der Videoprozessor wandelt alles, was an Signale reinkommt, auf RGB Low um. Wenn ihr jetzt mit eurem PC RGB Full reingebt, wird der intern sowieso auf RGB Low umgewandelt. Und bei diesem Umwandlungsvorgang können Fehler entstehen, dass ein Bereich zu dunkel ist, zu hell ist. Und mir wurde dann geraten, schickt direkt ein Low-Signal rein. Da muss der Fernseher nicht umrechnen und das wird dann nativ 1:1 wiedergegeben. Von daher lasse ich das auf begrenzt. Dann gibt es ja noch die Debatte zwischen
10 und 12 Bit. Das kann man jetzt hier gar nicht sehen. Theoretisch kann man das jetzt sehen. Ich mache mal den Bildschirm größer. So. Das Fernsehmenü machen wir auch mal weg. Oh, komm schon. Noch ein. So, ich hoffe, das kann man hier sehen. 10-Bit, 12-Bit, die Debatte. Also ich habe im Forum viele Debatten gehabt mit Leuten, die jetzt keine Kalibrierer sind und alle hören ja auf Vincent Theo, der ja auch nicht schlecht ist, aber man muss sich auch immer zwei Meinungen anhören. Man kann nicht nur einem Idol nachrennen. 10-Bit, 12-Bit, die Unterschiede sagen eigentlich nur aus, wie viel Helligkeitsabstufung es innerhalb einer Farbe gibt. Bei 8-Bit sind es 256, hier sind 1024 und hier die Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie hoch die ist. Da unser Fernseher aber nur 700 Nits macht, gibt es gar keine so eine große Helligkeitsspreizung, dass 10-Bit reicht. Und das Panel selbst ist auch nur 10-Bit. Also gebe ich dem Fernseher doch am besten was, wo er gar nicht viel umrechnen muss. Ich gebe ihm das, was er kann. Man könnte jetzt sagen, ich gehe auf Nummer sicher, stelle auf 12-Bit, dann kriegt er mehr und vielleicht wird es dann besser. Kann sein. Ich persönlich sehe keinen Unterschied. Und ich denke mir immer, je niedriger ich die Bandbreite halte, desto stabiler ist die Signalübertragung. Wir sparen uns schon mal was mit begrenzt ein. Wir sparen uns schon mal ein, dass wir die Bitrate von 12 auf 10 setzen. Ja, hinzu kommt die meisten Spiele, ich spiele eigentlich nur in 4K, reichen mir 100 Hertz, weil die Bilder eh nur 60 bis 100 Frames machen maximal, die neuen Titel. Dann stelle ich meinen Fernseher auf 100 Hertz, weil da habe ich das Gefühl, wir sind hier in einem 50 Hertz Stromnetz. Wenn ich den Bildschirm auf 100 Hertz betreibe, ist er eigentlich schwingungstechnisch besser mit dieser Herzzahl gefahren und muss intern nicht so viel umwandeln. Deshalb wähle ich 100. Zum anderen schone ich auch ein bisschen das Panel. Da muss nicht immer auf volle Lotte 120 Bilder die Sekunde machen, sondern nur 100. Und ich begrenze wieder die Bandbreite meines HDMI-Signals, sodass weniger Aussetzer entstehen und nicht alles immer permanent am Limit läuft. Ja, das sind so jetzt erstmal meine grundlegenden Tipps. Fällt mir noch was ein, wer ist jetzt ein Livestream, könntet da Fragen stellen, aber ihr könnt natürlich die Fragen, wenn ich das Video mal hier geschnitten bekomme, ich bin da wirklich absoluter Anfänger in Sachen Schneiden und so, könnt ihr natürlich auch noch Fragen unter Video stellen und vielleicht habt ihr Anregungen für neue Videos. Ich möchte noch eine weitere Reihe hier machen, die auf spezielle Themen eingehen, zum Beispiel auf das Flickern bei G-Sync, auf den Near Gamma Shift Black nochmal vielleicht ein spezielles Video machen und was dann da noch so alles kommt. Werden wir sehen, was ihr mir so an Inspiration hinterlasst. Ja, alles klar, viel Spaß mit dem Video. Endlich ja mit dem Video viel Spaß beim Kalibrieren, sag ich mal, ja. Und bis demnächst. Ciao.